aus Berlin und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einer neuen Folge EDS 2. Und zwar hat es ein dickes, fettes Update gegeben. Die Beta-Version für die 1.31 ist draußen, um genau zu sein. 1.31.0.75 S wie Siegfried. Ich spiele das gerade im Offline-Modus, weil bei mir hier quasi gerade die Internetverbindung abgekackt ist. Viele Mods funktionieren nicht mehr. Die Pro-Mods zum Beispiel stürzt ab, die MAH Pro funktioniert nicht mehr, die Niedersachs-Map nicht mehr, also da ist schon so einiges im Argen. Ich denke mal, dass die Pro-Mods relativ schnell nachkommen wird, was Updates angeht. Wir gucken uns mal an, was wir fahren können, während sich meine Fritzbox quasi dumm uddelt und hoffentlich sich dann auch mal irgendwann wieder synchronisiert. Jetzt ist sie wieder dran, oder auch nicht. Spielt aber erstmal auch keine Rolle. So, wir haben etliches an Mods, habe ich rausschmeißen müssen erstmal, aber das ist jetzt erstmal auch nicht so relevant. Okay. Hat sich hier was getan? Nee, unser Schätzelein ist noch da. Was haben wir draußen? Okay. Wir gucken uns mal die Aufträge an, die es gab, weil es heißt ja, es sollen neue Sondertransporte geben, neue Strecken und so weiter. Die Auflieger Dingenskirchen da, ne? Berlin, was haben wir denn hier? Neue Transporte. Ja, das sind ja die alten, da ist ja nichts Neues erstmal drin. Vielleicht gucken wir uns das mal gesamttechnisch an. Bei dem Pod bin ich mir nicht sicher, ob ich den schon gefahren habe. Also Schwertransporte sind schon so einige drin, auf jeden Fall. Schweres technisches Teil. Silo von Dresden. Das ist ein neuer, glaube ich. Kann das sein? Müssen wir uns mal eben angucken hier. Nochmal zurück. Ich bin mir jetzt nicht sicher. So, Dresden. Wo haben wir denn Dresden? Da haben wir Dresden. Kilometer. Als Navi-Ziel einstellen. Fortfahren. Jetzt machen wir aber mal eben Folgendes. Und zwar gehe ich mal in die Spieleinstellung. Ich wollte euch das Ganze ja zeigen. Darum geht es mir ja jetzt im Moment. Wir gehen mal ins Gameplay. Und hier halten wir uns jetzt auch mal nicht unbedingt an Fortfahren. Meine Fritzbox versucht zu synchronisieren. Keine Ahnung, was da los ist. Ich hoffe, das funktioniert alles. Wir nehmen mal einmal die Bußgelder raus. Und wir nehmen den Geschwindigkeitsbegrenzer raus. So, jetzt kriege ich gleich wieder zu hören. Wieder mit 100 fahren. Und ja, ich fahre sogar 130 jetzt mit dem LKW. Passt mal auf. So, wir steigen ein. Geben Gas. Unser anderer Auftrag ist jetzt natürlich weg. Den können wir damit nicht mehr zu Ende fahren. Ihr kriegt nachher um 5 nochmal eine Folge. Voraussetzung, ich kriege diese hier entsprechend schnell hochgeladen. Ich habe im Moment auch alle Mods draußen, die irgendwie mit Traffic oder so zu tun haben. Das ist also jetzt hier die reine Original-Map. So, wir halten uns jetzt nicht an Regeln, weil wir haben 200 Kilometer bis nach Dresden und da fahren wir jetzt einfach mal. Ich wollte mir den Auftrag angucken. Das ist, glaube ich, ein neues Ding. Das wollen wir fahren. So. Hoppala!
Gut. Er steht wieder auf den Beinen. Da waren wir jetzt etwas schnell. Ist auch mittlerweile die Internetverbindung wieder da. Keine Ahnung, was das jetzt gewesen ist. Egal, wir rasen jetzt mal Richtung Dresden. Ohne Rücksicht auf Verluste. Gummi. Den drehst dann erstmal in der Werkstatt rein, würde ich sagen. So, 136 im Scania, das ist doch was Schönes. So, wenn ich euch jetzt sage, wie spät das ist, dann haltet ihr mich für bekloppt. Es ist 10 Minuten nach 2 in der Früh. Vor allen Dingen, heute noch geguckt, gibt es ein neues Update? Nee, war nichts. Kriege dann eben die Mitteilung über Facebook, oh, die 131 ist da und so weiter und so fort von SCS. Guck dann bei YouTube rein und sehe, na, das Update muss es schon länger gegeben haben, denn der Chris Maximus hat schon vor 8 Stunden reingestellt. So kann es gehen. Die letzten bestraft das Leben, oder wie sagt man? Wie gesagt, ich fahre jetzt nicht verkehrsgerecht, darum geht es mir aber auch gar nicht. Bin ich gespannt, wann die Pro-Mods nachzieht. Die Rust-Map und so weiter scheint soweit zu funktionieren. Ich habe es aber nicht drin im Moment. Das werde ich so nach und nach testen, welche Mods funktionieren, welche nicht. Alter Falter. So, nochmal eine Spasto für euch, bevor es dann ernst wird, ne? Sollten wir vielleicht ein bisschen abbremsen, sonst liegen wir nämlich gleich wieder auf der Nase. Ui, 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 ui. Aber ich sag mal, Beta-Phasen bei SCS können eigentlich so viele Fehler auch nicht hervorrufen. Ich denke mal, das ist schon relativ sauber, was die machen. 32 Kilometer noch. Schauen wir mal, was es Schönes Neues gibt. Ich weiß gar nicht, wie ist das eigentlich mit der Müdigkeitsmodulation? Wenn ich jetzt so einen Schwertransport annehme, ist dann alles zurückgesetzt oder kriege ich ein Problem? Hoppala! Wir haben gerade den Spiegel abgefahren, Mensch. So, wo ist denn die Werkstatt? Ja, ich werde müde, ich weiß.
frage mich gerade, ob der Auftrag noch da ist, wenn wir gleich eine Runde schlafen. So. Einmal auf die Enter, einmal reparieren. So, jetzt holen wir unseren Auftrag. Und dann würde ich im Zweifel noch mal abkoppeln und schlafen, wenn es denn so sein muss. Aber wichtig ist für mich erstmal, dass wir das Ding dran haben. Okay. So, hier geht's raus. Musik, genau. Die Müdigkeitssimulation natürlich auch abschalten. So, wir fahren mal hier drauf. Gucken wir uns das Ganze an. Eingabe. Und wir haben gesagt, ich hoffe, ich bin schnell genug gewesen. Genau, wir wollen den hier fahren. Nach Worschlaff. Warschau ist das, glaube ich, ne? Wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau, wir wollen fortfahren. So, da wird nochmal geprüft, das Ganze. Kennen wir ja schon. Warum fegt denn der da jetzt? Ist der dumm? Ist doch sauber, Alter. Ja, das Ding ist ja nun nicht gerade klein, ne? Schön. Genau, das kennen wir noch, das bleibt wie es ist. Wir sind nicht mehr müde, wir haben vollgetankt. So, wir machen natürlich die Krawallleuchten an. Heißt, hinten haben wir eine, vorne natürlich unsere Teile. Ne? Sieht super aus. Dann setzen wir uns mal in Bewegung und gucken mal, was sich eventuell geändert hat. Da steht unser Begleitfahrzeug. Ich glaube, die sehen etwas anders aus als vorher. Kann das sein? Ist das möglich? Da steht noch einer. Linken brauchen wir nicht. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Der ist schon kaputt gemacht oder was? Nee. So. So, wir haben mal ganz schön zu kotzen, dass wir hier hochkommen. Ach so, genau. Wo sind sie denn? Da sind sie. Unsere allseits beliebten Kabel sind jetzt da. So wie sich das gehört. Finde ich gut. Kilometer. Ja, es wird noch eine Folge, das ne, und so. Ja, genau, die ist wieder die Original-Map. Platz haben wir ja offensichtlich genug. Ich weiß gar nicht, wo ich vorhin drüber gefahren bin.
Ja, volle Konzentration. Hier da hinten sehe ich schon Blaulicht. Und kann das sein, dass die hier mehr Absperrfahrzeuge haben? Warum fährst du nicht? Was man auf jeden Fall sieht, dass er weiter rausfährt, offensichtlich, also mehr in die Straßenmitte, um quasi den gegenseitigen Verkehr offensichtlich ein bisschen an den Rand zu drängen, weil es ja stellenweise doch recht eng ist. Da ist auch schon wieder durch Polizei abgesperrt, sehr schön. Die bleiben auch brav stehen, so wie sich das gehört. Oh, Fliegerschaden, wieso? Wo bin ich denn gegen gedonnert? Ich habe es leider nicht gesehen. Warum? Ja, irgendwo bin ich offensichtlich gegengefahren. Ich habe es nicht mitbekommen, ganz ehrlich. Was? Spurwechselmanöver, Geschwindigkeit, Anpassung, Kollision. Was für eine Kollision? Ja, alles gut. Da steht auch schon wieder einer. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, man hat da mehr gemacht, oder? Und die fahren auch schneller. Da hinten ist das andere Begleitfahrzeug. Ja. Ist ja toll, dass dieser Lumpi da jetzt noch zwischen rumfährt, ne? Ist dann schon wieder Polizei, die sperren ab. Also diese Fahrzeuge sind definitiv mehr geworden, meine ich. Ja, wird eine lange Folge. Nochmal 210 Kilometer. Okay. So langsam geht mir das auf den Zwirn hier mit dem Spurwechsel, ne?
So, 60 fahren wir jetzt mal gucken. Ja, wie gesagt, dieses Update jetzt erstmal eine Beta-Version. Freundet euch damit an. Ihr braucht da natürlich wieder eine neue Russen-Map, offensichtlich nicht, aber die Pro-Mods haut nicht hin. Mit den anderen Mods weiß ich es nicht. Die werden zwar als kompatibel angezeigt, aber dennoch ist mir das Spiel vorhin ständig abgestürzt. Das werde ich dann aber nochmal explizit ausprobieren. Ne? Zum Beispiel solche Geschichten wie das Penguin Cargo Pack und so weiter. Muss man natürlich sagen, es kann schon sein, dass die nicht mehr funktionieren, all dieweil man ja am Cargo etwas geändert hat. Dass die uns hier überhaupt überholen dürfen. In 2 Stunden müssen wir von der Straße runter sein, Jungs, ne? Guck mal, ob ich ein bisschen so fahren kann, ohne irgendwen da jetzt platt zu machen. Ein bisschen ungewohnte Sichtweise. Mal so ein bisschen den Trailer-Kabel sehen. Ja, ist schön gemacht auf jeden Fall, oder? Ein bisschen Schlangenlinie gefahren. Habe ich absichtlich gemacht, ne? Damit man das mal so ein bisschen sieht. Schön. Ich fahre jetzt ein bisschen chaotisch dadurch. Ich steige mal wieder ein, dann geht das besser. Ja, jetzt hat man mal so ein bisschen die Kabel gesehen, ne? Auch mal schön. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Die ganze Zeit jetzt auf der Autobahn, kann ich das Lenkrad auch loslassen. Will schon wieder jemand überholen. LKW-technisch glaube ich, hat sich nichts verändert. Ich weiß nicht, wie das mit diesen
wie heißt das, Mighty McGriffin Tuning Pack ist, ob das inzwischen mal wieder drin ist. Und die letzten Kilometer laufen, das kriegen wir jetzt auch noch hin. Solange müsst ihr mich noch rennen. So langsam schleicht sich dann doch bei mir die Müdigkeit ein, so morgens gegen 2:30. Aber was tut man nicht alles? Ne? Da hinten sehe ich schon wieder Blaulicht. Und sperrt die Straße. Was wollte der jetzt? Warum steht er da rum? Hat er Angst? Blaulicht, da muss ich anhalten und Rettungskasten. Bis ja gar kein Blaulicht ist. So, ja, ganz weit ist es nicht mehr. Dann haben wir diese Strecke geschafft, ne? Dann seid ihr nämlich auch los für heute. Wie gesagt, den anderen Auftrag, den haben wir natürlich jetzt lecker verloren, dadurch, dass wir, dass ich in meiner eigenen Verantwortung das Beta-Update hochgezogen habe. Ich mache dafür ja dann auch kein neues Profil, ne? Das mache ich ja einfach so rein. Da bin ich ja stumpf. Und nun denn? Da vorne geht es dann raus durch den, durch die Abfahrt. Ich hätte fast Kreisel gesagt. Was willst du? Dass wir nicht noch mehr kaputt machen hier. Es schaukelt alles. Die ganze Physik scheint völlig anders zu sein. Habe ich so ein bisschen das Gefühl.
So, bei 60 kloppen wir wieder den Tempomaten drin. Dann sollte das klappen. Da hinten sehe ich auch schon den Empfänger. Und wir sind natürlich, was heißt hier natürlich, wir sind relativ alleine hier auf der Strecke. Da ist auch schon wieder Polizei. Prozent Schaden. Ja, schade. Ist nicht so ganz fehlerfrei abgelaufen. So, ich denke mal, da werden uns die Begleitfahrzeuge verlassen. Dann gucken wir uns das auch nochmal mit den Kabeln an. Also hier ist ja, ich würde sagen, hier ist aber mehr als an Polizei unterwegs. Ne? Dass wir da geguckt haben, haben wir jetzt mit dem Arsch festgehangen. Aber gut, was soll's. Ist jetzt nicht mehr weiter wild hier. Oh, und da stehen sie schon alle im Eck. Gucken den Kratzer an, den wir verursacht haben. So, wir gucken nochmal von außen. Ja, also wie gesagt, Neuerung hier, diese Strippen und unter anderem dieser Silo, der ist auf jeden Fall neu. Und jetzt laden wir das Ganze mal ab. Die Kabel sind schon weg. Das war es. Gute Arbeit geleistet, 304 Kilometer gefahren. Bisschen was abgezogen, 1,5%. Na, es geht noch. Ja, in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Freue mich aufs nächste Mal. Nachher um 5 die nächste Folge. Und dann gucken wir mal, was wir dann Neues machen. Ich bedanke mich, sage ciao, ciao.